このセズンガを過ぎると東洋に入る。もうすぐ西洋とは別れだ。ドイツを立ってからもう何日になるのかな。相沢さん、天方伯爵がお呼びです。Vor 20 Tagen habe ich Deutschland verlassen und je weiter mich das Schiff von Elise entfernt, desto mehr hoffe ich, dass sie mir verzeihen wird. Ich hätte sie nicht im Stich lassen dürfen, aber was wäre dann aus mir geworden? Ein namenloser Japaner in Europa ist ein Nichts. Meinen Freunden kann ich nichts vorwerfen. Sie haben in Berlin über mich entschieden. Ich habe mich ihnen gefügt und Elise verraten. Was ist bloß aus mir geworden? Dabei fing alles so verheißungsvoll an. Ich hatte nicht nur mein Examen bestanden und war Militärarzt zweiten Grades geworden, sondern hatte das große Glück, ein Stipendium für ein Studium in Deutschland zu erhalten. Meine einzige Sorge galt meiner Mutter. Ich hatte meinen Vater früh verloren. Und meine Mutter, die Tochter und Frau von Samurais, wusste nicht, was Klagen ist. Ich hoffe, Herr Doktor, Sie haben sich ausreichend von der Qualität der medizinischen Versorgung unserer Soldaten überzeugen können. Oh ja, die Einrichtung ihrer, wie sagt man? Feldlazarette. Ja, ja. Ihre Feldlazarette habe mich sehr beeindruckt. Auch die hygienische Betreuung. Tja, die ist vorzüglich. Hygiene ist mein Spezialgebiet. Haben Sie noch andere Spezialgebiete? Wie bitte? Wie steht es zum Beispiel mit Ihren Qualitäten als Tänzer? Es kommt gleich ein Walzer. Oh, bitte nein. Das kann ich nicht. Meine Verlobte ist eine sehr gute Tanzlehrerin. Oh, bitte nein. Ich möchte Sie etwas fragen. Ich habe gelesen, dass in Japan die meisten Ehen durch Vermittlung der Eltern zustande kommen und dass es wahre Liebe bei Ihnen kaum gibt. Stimmt das? Es ist richtig. Leider. Wussten Sie, dass es das auch in Europa gibt? Zum Beispiel in adligen Kreisen? Merken Sie immer noch nichts, Herr Doktor? Ein solches Beispiel steht vor Ihnen. Keine Liebe? Berlin zurück? Ja. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Gewiss, aber ja. Ich hätte einen Brief für einen Freund in Berlin. Er ist Maler. In unseren Kreisen gilt es nicht als standesgemäß, mit Künstlern befreundet zu sein. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Geben Sie mir diesen Brief. Ich danke Ihnen.
Das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen. Gilt schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Schweinen. Auch war ich nie ein Dichter, trotz aller Erstapparer. Heimer Schweinezüchter, poetisch mein. Weg, weg hier, geh weg. Ja, mein Ideal. Ich poste Vieh, ich poste Vieh und Schweinespeck. Ich poste Vieh und Schweinespeck. Was sagt der Arzt? Welcher Arzt? Sonst kommt kein Arzt. Er muss ins Krankenhaus. Da haben sie ihn abgelehnt. Was soll nur werden ohne Ernährer? Das wird schwer. Ist dir was passiert? Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigen Sie, wenn bei uns in Japan jemand Schwierigkeiten hat, helfen wir ihm gerne. Vielen Dank, aber mir kann niemand helfen. Vielleicht doch. Mein Vater ist gestorben. Oh, das ist schlimm für Sie. Aber vielleicht nicht für ihn? Er hat uns... Wir sind sehr arm, meine Mutter und ich. Oh, ich verstehe. Aber Sie dürfen nicht viel zweifeln. Sie sind jung. Ich habe Angst. Dann dürfen Sie nicht am Kanal stehen. Und jetzt was ist daran? Ich bringe sie nach Hause. Es ist besser, jemand begleitet sie. Darf ich? Hier wohne ich. Sie sagen, Sie sind Tänzerin, aber warum wurde sie nicht in Ihr Engagement zurück? Weil der Direktor mir nachstellt. Verstehen Sie? Ich bin doch auf ihn angewiesen, finanziell. Ich muss mir Geld von ihm borgen für die Beerdigung und damit wird er mich dann erpressen. Die Beerdigung? Ihr Vater ist noch nicht? Er liegt oben. Darf ich für Ihren Vater beten? Sie? Bei uns zu Hause beten wir für den Toten. Damit rüsten wir die Hinterbliebenen.